gesamten Einheit. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Ja, für dasselbe Spielchen mit dem Laden. Naja, aber es wird sich neigen, wenn das fertig geladen ist, ne? Für die Leute, die jetzt da gerade mit reinschalten in dieses Let's Play. Nach dem Ladebildschirm fängt sich's wieder. Und zwar genau. Moment, es kann auch ein bisschen dauern. Mats, komm schon. Mach hinne. Ich hab mich den ganzen Tag Zeit. Jetzt dachte ich schon, das Spiel ist abgestürzt. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Preis, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Wer ist ein harter Hund, der packt das schon. Ja, was sind anrückende Signale? Wir bekommen Besuch. Es ist Makarow, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Juri, Ex-Best. Der einzige, den ich kenne, der Makarow noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Du hörst wird mein Mikrofon zeucht. So, okay. Jetzt kannst du ja weitergehen. Wie viele sind das? 3 Airbox und 4. Nein, 5 MI-17. Kommando, seilen Sie ab. Ein Schützenteam rauf aufs Dach. Juri, hier rüber. Wir müssen so zum Hubschrauber bringen. Was ist das? Ah! Ah! Was ist das? Persona non grata. 17. August, 9 Uhr 51. Juri, geh auf die Balkonstellung. Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen. Ja, ja. Scheiße, wie komme ich da raus? Hallo, wie komme ich da raus? Also. Wir müssen sie aufhalten, bis wir es auch bewegen können. Genau, wir müssen Sorg verteidigen. Ja, verdammt. Also hier ein kleines Geschenk für euch. Ich nenne es den Tod. Hi Heli. Ihre Waffen können dieses Fahrzeug nicht damagen. Mensch. Ja, was ist? Okay. Wie kommt ihr denn jetzt hier rein? Wir müssen es auch zum Heli bringen. Ah, das Hobby ist ganz schön durchlöchert, sag ich mal. Bleibt es jetzt so? Mensch! Hier, kannst du wieder haben. Ich nichts brauche in Granate. Ah! Ah! Granate für euch. Hey Reis, was geht? Lang nicht mehr gesehen.
seit dem letzten Call of Duty Let's Play nicht mehr. So. Du stirbst mal, das tapfere Kämpferlein. Fuck! Habe ich mich gerade gefreut, weil ich ein Achievement bekommen habe und dann sterbe ich. Toll. Steh auf, Nikolai! Also. Moment, was sind das für Waffen? Ist das ein Sniper? Nee, aber die sieht ganz gut aus. Ich glaube, die behalte ich. Wo geht's denn da jetzt lang? Wo geht's hier lang? Hier. Geht's hier lang? Nee. Fuck, wo geht's denn jetzt lang? Bin ich blind auf beiden Augen oder einfach blöd? Ja, ich bin einfach nur blöd, okay. Ah! Was ist denn das? Sieht aus wie ein Maschinengewehr. Wahrscheinlich ist es auch eins. So Leute, jetzt geht's euch an den Kragen. Für Soap. Scheiße. Ah, ich hasse Granaten. Diese verschissenen Granaten. Granaten. Also meistens sterbe ich durch Granaten. Frag sie nur warum. Der Part wird dann wieder sehr lange. Nicht mehr so kurz wie der letzte. Leider. Alter! Und schwer. Schwerer als der letzte Part. Die mit ihren scheiß Granaten. Die gehen mir sowas von auf den Senkel. Auf den Schnürsenkel gehen sie mir. Oh, hier sind wieder so viele, die ich mit einer Granate killen kann. Stirb doch endlich, Mensch! Tja. Hier ist auch keiner, gut. Gut, gut. Wo geht's denn jetzt weiter? Herr Reis, wo geht's denn weiter? Reis besser. Hey, soll ich ein paar Zivis abknallen? Hab ich einen erwischt? Ja, ich weiß, das mache ich ja jetzt so gerade so gerne. Konnte ich ja im zweiten Call of Duty Part nicht machen. Was soll passiert, wenn ich einen kill? Ich ist ja eh ein Safe drin. Achso, sie haben einen Zivilisten getötet. Okay, ich darf keinen Zivilisten killen, das ist natürlich eine weitere Herausforderung, sowas. Ne? Ja, versteckt euch ruhig. Ja, genau. Genau. Genau, versorge du die Zivilisten. Ach, diese Russen haben keinen Respekt. Also nicht alle Russen, nur diese Russen, ne? Ohne jetzt rassistisch zu wirken. Ich hab nichts gegen Russen, nur gegen Amerikaner. Also sollte ich eigentlich für die andere Seite spielen. Alter! Das habe ich verdient, weil ich gesagt habe, ich sollte für die andere Seite spielen. Jetzt waren die anderen Teammates gegen mich. Ich mache mich hier nicht gerade beliebt, weil ich sage, dass ich keine Amis mag. Es wäre ein Sniper-Gewehr vom Vorteil, aber ich habe leider keins. Vielleicht liegt hier irgendeins rum. Das ist ein Sniper, ne, sieht ja aus wie eine Nahkampfwaffe. Wie eine Shotgun. Nix. Das ist auch keine, das ist ein Maschinengewehr, glaube ich.
Nicht mal die AK, die war es, mit der bin ich immer ganz gut bedient. Komm jetzt, Lex. Also. Ah, hier ist ein Haus. Gut, dass du ein Haus ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schauen wir uns wieder ein bisschen um, damit ich ein bisschen was quatschen kann. Nicht, dass der Part zu still war. Okay. Gibt wahrscheinlich ein Achievement, wenn man alle gesammelt hat, schätze ich mal. Ey. Meine russischen Freunde. Schieß doch nicht auf mich. Schieß doch lieber auf die anderen. Ey! Hallo? Das ist ja lebensgefährlich. Kippe Möller, hilf mir! Da hab ich schon wieder. Alter! Viel Speicher ist gut. Das ist schon mal was. Jetzt kann ich hier wieder ein bisschen Risiko eingehen. Hey Reis, was geht? Ich hätte fast auf dich geschossen. Also ich bin hier sehr konzentriert gerade. Gehe ich hier jetzt weg an. Deswegen rede ich jetzt nicht so viel. Oh, sorry, Müller. Das sind echt zu viele. Vielleicht probiere ich es mit einer Granate. Hier noch eine Bandgranate. Ah, da versteckt sich ein Zivilist. Moment, Mikrofon wieder zurecht tun, das fliegt bedauernd vom Helter runter. Weil das ist von 1945, das erkennt man dann auch an der Qualität. Oh. Ein Geheimgang. Cool. Was siehst du? Okay. Die Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Juri. Okay, lass mich das machen. Ich schaff das schon. Sehr schlecht. Wir müssen ihn hier rausbringen. Juri, mach einen Weg zum Helify. Wir sind direkt hinter dir. Ja, ja. Oh, geil, jetzt spiel ich diesen kleinen Roboter. Geil! Tschüss mit dir, du russischer Heli. Arschloch. Wie jetzt? Wie brennt den? Mit G oder was? Ah ja, okay. Oh, viel Zeug von meiner Schnauze.
Er hat wohl gerade seinen Schnürsenkel gebunden und ich habe ihn dann währenddessen abgeknallt. Ach jetzt Leute! Nervt mich nicht, ja? So, sind denn noch irgendwelche Ärsche? So, den ersten hätten wir erledigt. Das ist Nummer 2. Und das war Nummer 3. Was ist das? Sah aus wie ein Vogel, aber es war nur ein Schrott von dem Heli. So, ich weiß wieder eine Granate. Ja. Mach keinen Stress. Oha, unglaublich, was so ein Gerät alles bewirken kann. Oh, alle Epileptiker jetzt wegschauen. Boah, da kriegt man vielleicht einen epileptischen Anfall. Scheiße, ich bin fast... Oh. Achso, der heilt sich immer wieder, na gut. Okay. Ah, ich kann mich hier nicht bewegen. Ich komme hier nicht runter, ich muss hier bleiben. Krumm, krumm, krumm. Ah, krumm, krumm, krumm ist kaputt. Toll. Juri, renn zum Heli, los! Ja, ich renne schon. Wow. Special Effects pur. I'm dead. No big surprise. So, und jetzt? Da ist Juri. Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Karov. Wer zum Teufel ist denn Juri? Ich bin der, der dich beschützt hat. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit. Und dann bis zum nächsten Part. Leute, ciao.